Hallo und einen schönen ersten Advent wünsche ich erstmal euch allen natürlich. Ja, also wie gesagt, Top 5 der Schwangerschaftsbeschwerden und heute geht es um das Thema Kopfschmerz und Migräne. Es ist ganz oft so, dass gerade so im ersten Trimester, in den ersten 3 Monaten, die Kopfschmerzen kommen oder sogar auch die Migräne, manchmal sogar bei Frauen, die vorher noch gar nichts mit Migräne zu tun hatten. Das ist häufig so diese hormonelle Umstellung. Ja, der Körper sieht sich ja plötzlich mit einem ganz anderen Hormonprofil konfrontiert. Und da ja gerade bei der Migräne Hormone auch wirklich einer der Triggerfaktoren sind, also manche Frauen kennen das ja, wenn sie dann, bevor sie ihre Regel bekommen, dass sie dann Migräne bekommen. Deswegen ist das halt in der Schwangerschaft bei dieser hormonellen Umstellung eben auch möglich, dass du Migräne bekommst. Es gibt auch Frauen, die starke Migränepatienten vor der Schwangerschaft waren und dann tatsächlich sagen, Mensch, in der Schwangerschaft bin ich davon verschont geblieben. Also das gibt es tatsächlich auch. Dann ist es ganz oft so, dass es noch so ein paar mehr Faktoren, gerade so in den ersten Schwangerschaftsmonaten gibt. Stress darf man nicht unterschätzen. Stress ist sowohl für Kopfschmerz als auch für Migräne auch wieder ein Triggerfaktor. Und für manche ist einfach natürlich auch die erste Zeit um den positiven Schwangerschaftstest herum schon so ein bisschen Stress. Dann kennen vielleicht auch einige von euch, einem gehen natürlich viele Fragen durch den Kopf, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Natürlich ist da Freude auf der einen Seite, aber dann kommt es auch manchmal, dass man dann denkt, oh Gott, schaffe ich das alles? Wie wird das mit noch einem Kind, wenn Geschwisterkinder schon da sind? Wie ist das mit meinem Beruf? Wie ist das? Ich bin jetzt über 40, schaffe ich das wirklich alles? Verläuft die Schwangerschaft wirklich auch gut? Oder dann Frauen, sage ich mal, die vielleicht schon die ein oder andere Fehlgeburt hatten und sich natürlich dann umso mehr freuen, wenn sie wieder schwanger sind. Aber natürlich da auch sehr große Ängste eine Rolle spielen. Ne? Geht das diesmal gut? Das sind natürlich Dinge. Und da ja so Fehlgeburten häufig auch wirklich in den ersten 12 Wochen dann passieren leider, ist das einfach ein großer Stressfaktor, den man auch nicht unterschätzen darf. Und das kann auch wieder zu Kopfschmerzen und Migräne führen. Dann Sauerstoffmangel ist ein Punkt. Jetzt gerade, wir gehen jetzt in die dunklere Jahreszeit, in den Winter. Dann ist man natürlich, wenn das Wetter schlechter ist, vielleicht auch weniger draußen, bekommt weniger frische Luft. Das ist wirklich ein Punkt. Dann weiß man auch, dass Schlafmangel Kopfschmerzen und Migräne wirklich begünstigt. Also auch wenn natürlich wieder dieses Hormonelle wieder dazu führen kann, dass man weniger schläft, ist es natürlich auch wieder so, dass es auf der anderen Seite die Kopfschmerzen begünstigt. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist halt einfach das erste Trimester, das ist so ein bisschen, ja, schwierig, weil man, die Schwangerschaft ist noch nicht gefestigt, der Körper befindet sich in einem extremen Umbruch. Und das birgt natürlich immer dann auch die Gefahr, wirklich Beschwerden zu entwickeln. Dann ist es so, Flüssigkeitsmangel ist ein ganz großer Faktor, wenn du zu wenig trinkst. Das kann auch, das merkt der Körper, reagiert da sehr, sehr schnell mit Kopfschmerzen, weil das Gehirn braucht sehr viel Flüssigkeit. Also dein Gehirn braucht zum einen immer Zucker. Zucker ist so ein ganz wichtiger Faktor fürs Gehirn. Und dein Gehirn braucht Flüssigkeit. Und von daher merkst du das dann halt sehr schnell. Dann ist es so, dass es ja Frauen gibt, die sagen, wenn sie dann schwanger sind und den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hatten, dass die sagen, ja Mensch, ich verzichte jetzt auf Koffein, auf Kaffee oder reduziere meinen Konsum, je nachdem, wie viel du vorher getrunken hast. Auch das kann tatsächlich, dieser Entzug, zu Kopfschmerzen führen, weil also Koffein sorgt dafür, dass sich die Gefäße zusammenziehen im Kopf und überhaupt, dass sich Gefäße zusammenziehen, aber eben auch im Kopf. Und wenn du eben das nicht oder viel Kaffee getrunken hast und jetzt vielleicht wenig trinkst oder vielleicht sogar gar keinen, kann das dazu führen, dass eben die Gefäße sehr geweitet sind und dadurch eben einen Druck auslösen, einen Kopfschmerz. Also das sind wirklich alles so Faktoren, die eben da eine Rolle spielen, warum man in der ersten Schwangerschaft,
Hälfte oder in den ersten 3 Monaten häufig unter Kopfschmerzen und Migräne leidet. Es gibt einen Sonderfall, da muss man halt so ein bisschen, wenn dieser Kopfschmerz sehr, sehr ausgeprägt ist und du vielleicht noch so, sag ich mal, so eine Art Flackern vor den Augen hast oder dir übel dabei wird ganz stark, dir vielleicht sogar schwindelig ist, dann ist es immer wichtig, das wirklich nochmal vom Arzt abklären zu lassen, weil wenn, es gibt halt diese seltenen Fälle ja der Eklampsie, also das ist halt so eine Art Krampfanfälle, die du entwickeln kannst in der Schwangerschaft. Das kommt nicht häufig vor, aber was ich damit einfach nur sagen will, ist, wenn es wirklich ungewöhnlich starke Kopfschmerzen sind oder du eben noch Begleitsymptome hast, wo du sagst, also das irgendwie kommt mir das komisch vor, dann scheu dich nicht, damit zum Arzt zu gehen. Also ich habe das ja schon in den anderen Videos mal gesagt, lieber in der Schwangerschaft einmal zu viel hingegangen zum Arzt als einmal zu wenig. Also wenn du vom Bauchgefühl denkst, irgendwas ist hier komisch, geh lieber hin. Also das auf jeden Fall. So, was kann man jetzt tun? Das ist ja das Wichtigere. Sag ich mal, es ist gut auf der einen Seite zu wissen, woher es kommt, aber es ist halt auch sehr, sehr wichtig, finde ich, was man so tun kann. Ja. Und bevor ich jetzt dazu komme, es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht auch noch eben ansprechen sollte. Man kann natürlich Kopfschmerzen auch als Folgeerkrankung kriegen von Verspannungen, gerade hier so im Nackenbereich. Und ich sag mal, gerade wenn du viel im Sitzen arbeitest oder vielleicht jetzt mehr sitzt durch die Schwangerschaft, kann das natürlich hier kommen, dass du hier Verspannung entwickelst. Und in der Folge dessen kann sich auch ein Kopfschmerz entwickeln. Also das ist dann auch nochmal so ein Tipp vielleicht, was man nochmal gucken kann, wenn die Kopfschmerzen halt über längere Zeit gar nicht so wirklich besser werden wollen. Ja, was kannst du tun? Natürlich als allererstes, ich mag es kaum nochmal sagen, weil ich es in den anderen Videos auch schon immer gesagt habe, es ist so, so wichtig, 2 bis 3 Liter stilles Wasser. Also wirklich trinkt genug. Damit kann man so viel schon aus der Welt schaffen, wenn man genug trinkt, ja, und wirklich stilles Wasser. Lasst die Kohlensäure weg, lasst, sag ich mal, irgendwelche Geschmackszutaten weg, sondern wirklich 2 bis 3 Liter stilles Wasser. Da tut ihr euch und eurem Baby so viel Gutes, das ist schon richtig gut. So, das Zweite ist natürlich dann eben darauf achten, dass du wirklich regelmäßig und auch lang genug schläfst. Das ist wirklich wichtig, dass du deine Ruhephasen hast. Gerade wenn das stressig ist in der ersten Zeit der Schwangerschaft, versuch dir da irgendwie deinen Ausgleich zu schaffen. Das ist einfach für dich und auch für dein ungeborenes Baby ganz, ganz wichtig. Frische Luft gehört dazu. Frische Luft ist sowas, also Bewegung, tut auch uns Schwangeren sehr, sehr gut. Und das ist egal, ob du schwanger bist oder nicht, Bewegung plus frische Luft ist optimal. Also wer keinen Hund hat, trotz allem bei Regen und auch wenn es kalt wird, zieht euch eine dicke Jacke an und raus. Also wirklich, dass ihr genug frische Luft bekommt. Bei diesen Verspannungen, oder überhaupt, das tut natürlich auch so auch gut, ist es gut, mit Massagen zu arbeiten oder aber mit diesen Wärmeauflagen, entweder ein Dinkelkissen oder aber es gibt ja auch diese Wärmeauflagen, die du dir in der Apotheke kaufen kannst, Thermacare. Empfehle ich immer lieber als, es gibt ja auch so Pflaster, so diese Hansaplast, sage ich mal jetzt als Beispiel, die auch warm werden, aber das Thermacare hat einen großen Vorteil, da wird nicht deine Haut, also bei oder umgekehrt, bei den Pflastern wird, Hansaplast oder so, wird deine Haut gereizt. Da ist ein Wirkstoff drin, der kommt aus der Arzneipaprika, aus der Arzneichili und das reizt deine Haut so sehr, dass sie warm wird. Ja, das ist wie bei diesen Wärmesalben. Finde ich immer nicht so ideal, weil wenn du die einmal drauf hattest und die Hautreizung ist da, dann kannst du diesen Wärmeeffekt nicht mehr steuern. Das heißt, wenn es dir dann zu warm wird, abwaschen bringt nichts. So, und deswegen finde ich immer diese Thermacare einfach besser, weil da wird die Auflage warm. Und wenn dir das zu warm werden sollte oder wenn du dich irgendwie unwohl damit fühlst, kannst du es abnehmen und dann ist die Sache erledigt. Aber an sich bleiben die echt so, ja, 8 bis 10 Stunden warm.
Und wichtig ist immer, dass du so Wärmeauflagen nicht mit irgendwelchen Cremes kombinierst. Also nicht irgendwie eine Salbe vorher drauf machen. Also Körperlotion ist okay, aber keine Arzneisalben oder so. Und dann Wärmeauflagen. Das ist immer keine gute Kombination. Das sollte man echt lassen. Dann ist natürlich eine Möglichkeit, die auch gut funktioniert, Akupunktur. Das ist auch was, also wenn du da irgendwie, viele Hebammen machen das ja auch, dass sie mit Akupunktur arbeiten, ist eine ganz tolle Sache. Ich hatte da in der letzten Schwangerschaft auch Kontakt mit, jetzt nicht wegen Kopfschmerz, Migräne, aber meine Hebamme hat das auch so zur Entspannung eingesetzt und einfach so, ich wurde so Richtung Geburt ein bisschen hibbeliger, das hat sie dann mit Akupunktur echt ganz toll wieder in den Griff gekriegt. Also das ist auch wirklich eine Überlegung wert, das zu machen, wenn du da jemanden hast, der das gut kann. Und dann gibt es Frauen, die sagen, also Wärme, das ist also, wenn das so ne, in den Kopf hochzieht oder wenn ich Spannungskopfschmerz habe, das ist es gar nicht. Dann kannst du es natürlich auch mit einem kalten Lappen versuchen. Also es ist immer wirklich auch so ein bisschen gucken, was dir gut tut. Es gibt auch so, das ist auch ganz spannend, es gibt auch so Migränebrillen, weil manche sagen, ach, ich habe das auch gerne hier vorne so, ja, weil ich mir tut das einfach gut. Dann kann man, das sind so Brillen, die haben wie so Kühlkissen, diese Flüssigkeit drin, also dieses Gel. Und die legst du einfach in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler und dann kannst du das wirklich dir so rüber machen. Das ist, finden einige auch ganz, ganz angenehm. Und dieser Kältereiz kann wirklich dazu führen, dass sich die Gefäße wieder zusammenziehen im Kopf und dass du halt eine deutliche Linderung deiner Beschwerden hast. Das ist also auch eine wirklich gute Sache. Was dann auch noch gut funktioniert, worauf ich wirklich, weil ich bin Migränepatientin und ich habe bei der Schwangerschaft mit Elisabeth wirklich mehrfach am Anfang heftigste Migräne gehabt, leider. Und auch jetzt in der Schwangerschaft hatte ich jetzt zweimal schon, dass ich wirklich zwei Tage wirklich fiese Migräne hatte, auch so ein bisschen mit Übelkeit und also wirklich nicht angenehm. Und was mir da wirklich sehr, sehr geholfen hat, ist Pfefferminzöl. Jetzt muss man zum Pfefferminzöl aber zwei, drei Sachen wissen. Also Pfefferminzöl ist nicht Pfefferminzöl. Das ist schon mal Punkt eins. Es gibt echtes ätherisches Öl und es gibt so Nachbauten. So, und wichtig für eine wirklich gute Wirkung ist ein echtes ätherisches Öl. Ich habe in dem Bereich mal eine Weiterbildung gemacht zum Aromatherapie-Coach. Und der Dozent, den wir da hatten, der hat das, finde ich, ganz toll erklärt. Es hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich das jetzt gleich euch mal weitergebe, aber der hat das wirklich so ganz, ganz anschaulich erklärt. Er hat gesagt, wenn du eine Katze hast, und bitte nehmt mir das Beispiel jetzt nicht übel, ich habe selber auch eine Katze, es klingt jetzt erst ein bisschen brutal, aber ich finde, das zeigt das so gut. Also wenn du eine Katze nimmst, ziehst dir das Fell ab und steckst sie in einen Mixer und mixt die Katze. Wenn du dann, was da rauskommt, die gemixte Katze nimmst, rausnimmst und formst aus dem Mett sozusagen wieder eine Katze und legst das Fell drüber, dann hast du etwas, was aussieht wie eine Katze, wo auch ähnliche Bestandteile drin sind wie bei einer normalen Katze, die aber definitiv nicht mehr der Katze entspricht, die sie vorher war. Ich weiß, das Beispiel klingt jetzt erst so ein bisschen, was will sie damit sagen, aber im übertragenen Sinne auf die ätherischen Öle ist es genau das. Es werden eben, also ätherische Öle, wenn man die vernünftig gewinnt, eben auch aus der Pfefferminze, da musst du ganz viele Dinge beachten. Du musst zum richtigen Zeitpunkt die Pflanze ernten. Die muss unter den richtigen Bedingungen gewachsen sein. Die muss genügend Sonne gekriegt haben. Die muss auf den richtigen Feldern stehen. Wenn du es gewonnen hast, musst du dir das ätherische Öl richtig behandeln. Ja? Und da kann man sich natürlich auch schon vorstellen, dass das ein bisschen mehr kostet, als wenn ich einfach diese ganzen Faktoren nicht beachte. So, und das ist aber für die Wirkung wirklich auch mitentscheidend. Und ich kenne das ganz oft, also wir arbeiten auch in der Apotheke mit ätherischen Ölen und ich kenne das ganz oft, dass mir dann Leute sagen so, ja, also das kann ich überhaupt nicht ab. Ich habe mir da mal so auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich mir mal so einen Duft gekauft und den habe ich in die Duftlampe gepackt und habe ich nur Kopfschmerzen von, da wurde mir schlecht von, weiß ich was. Ja, weil das keine echten ätherischen Öle sind. Das sind Duftmischungen. Und da sind zum Teil Sachen drin, auch Bestandteile, die wirklich gesundheitlich jetzt nicht so empfehlenswert sind. Also von daher lohnt sich da der Blick, was kaufe ich mir da?
Ja, und ich habe zum Beispiel so einen kleinen Roller. Ich habe das Öl wirklich in so einem Roller drin. Da kann ich das direkt hier auf die Schläfen auftragen. Gut ist auch hier nochmal so auf den Puls aufzutragen. Und funktioniert richtig gut. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass echtes ätherisches Öl der Pfefferminze, ja, dass das wirklich die gleiche schmerzhemmende Wirkung hat wie eine Paracetamol-Tablette. Ja, also finde ich natürlich in der Schwangerschaft schicker, dann das mit Öl zu machen, als das mit einer Tablette zu machen. Von daher, also das funktioniert, man muss sich nur das Richtige besorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, was mir auch sehr, sehr gut geholfen hat, und deswegen möchte ich das auch weitergeben, ist einfach vorbeugend. Wirklich habe ich angefangen, nachdem mich dann so der erste Migräneanfall richtig erwischt hat, habe ich dann gesagt, ach, ja, verdammt, hättest du ja auch schon mal eher dran denken können. Ich habe dann angefangen, wieder ganz konsequent Magnesium zu nehmen. Ich nehme also ganz jeden Tag nehme ich mein Magnesium. Und ich hatte, wie gesagt, dann noch einen Anfall, der war aber nicht so schlimm wie der erste. Der war schon ein bisschen weniger. Und seitdem, toi, 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 habe ich keinen einzigen Anfall mehr gehabt und habe auch keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Auch bei Magnesium gilt, ähnlich wie beim ätherischen Öl. Es ist ganz, ganz wichtig, was ihr euch da kauft. Weil, auch das habe ich schon mal erklärt, aber ich erkläre das sehr, sehr gerne wieder, weil das ist mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Mineralstoffe, ja, Magnesium, Calcium, Kalium, Zink, egal was es da gibt, die kommen nie alleine vor, sondern immer als Salz. So, und es kommt eben ganz entscheidend darauf an, was du dem Magnesium als Partner an die Seite gibst. Es gibt zum Beispiel Magnesiumoxid. Es gibt Magnesiumsulfat. Das sind viel so in diesen Brausetabletten, ne? Ja. Die sind schön günstig, kannst du aber auch ehrlich gesagt direkt in die Toilette kippen, weil der Körper sie nur sehr schwer aufnimmt. Und für mich ist immer wichtig, wenn ich dem Körper etwas zuführe, extra, obendrauf, zu meiner Ernährung, und das soll mir was Gutes tun, dann nehme ich lieber bitte was, was der Körper auch 100% verwerten kann, als dass ich was nehme, was ja schön günstig war, aber mir im Endeffekt überhaupt nichts bringt. Und wenn du es dann so vergleichst, sind so Präparate, die überhaupt nicht im Körper ankommen, sondern quasi so durchgehen und über den Urin in der Toilette landen, teurer, als wenn du dir gleich was Vernünftiges kaufst. Und da meine große Bitte, wenn du das vorbeugend machen möchtest, wenn du Magnesium nehmen möchtest, guck bitte, dass du ein Magnesiumcitrat nimmst. Das ist eine organische Verbindung, die der Körper wirklich super aufnehmen kann. Also von daher bitte darauf achten. Und dann funktioniert es wirklich gut. Du kannst auch, wenn du akut so einen Anfall hast, auch noch Magnesium nehmen. Auch ruhig dann ein bisschen mehr nehmen. Einfach damit der Kopfschmerz und die Migräne schneller weggehen kann. Ganz wichtig. Dann immer wieder in der Diskussion und auch von vielen ja dann auch propagiert, kannst du natürlich, gibt es zwei Schmerzmittel, auf die du zurückgreifen darfst. Laut Embryotox und auch überhaupt laut Studien, das sind einmal das Paracetamol und einmal das Ibuprofen. Manche sagen auch, du könntest auch in den ersten zwei Trimestern Acetylsalicylsäure nehmen. Das halte ich für völlig kontraindiziert. Also das würde ich gar nicht anfassen an eurer Stelle. Man sagt, wie gesagt, Paracetamol darf man die ganze Schwangerschaft durchnehmen. Auch ein Baby darf das ja dann auch gleich nehmen. Im Endeffekt, Ibuprofen heißt es immer nur in den ersten zwei Trimestern, soll man also bitte nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche nehmen. Ich habe da persönlich eine etwas andere Meinung zu und das sage ich auch ganz ehrlich. Ich habe in meinen Schwangerschaften noch nie eine Ibuprofen oder eine Paracetamol-Tablette genommen und ich bin schließlich Apothekerin, weil ich da doch einen sehr skeptischen Blick drauf habe. Was nicht heißen soll, wenn es wirklich, und das möchte ich auch nochmal ganz klar hier sagen, wenn es gar nicht anders geht, weil es dich wirklich vollkommen aus der Bahn wirft und es dir richtig, richtig mies geht, dann schadest du im Endeffekt deinem ungeborenen Kind mehr, wenn du gar nichts machst, als wenn du mal, und ganz betonunglich wirklich auf mal, eine Schmerztablette von diesen beiden genannten nimmst. Aber das sollte wirklich die Ausnahme sein. Ja, also es
Ich bin auch eher dafür, auszuhalten, aber man darf es auch nicht übertreiben. Also Extreme in jegliche Richtung sind immer ungesund. Ja, wenn man es übertreibt in eine der Richtungen, ist es nicht gut. Also von daher eine wohl wirklich ganz genaue Abwägung ist da wichtig. Ich persönlich war nicht in der Situation, dass es so schlimm war. Es war schon wirklich schlimm, aber es war nicht so schlimm, dass ich das hätte tun müssen. Und es gibt Studien aus Dänemark und auch eine aus 2016 noch, die sagen, dass so ja dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS damit in Verbindung gebracht wird, wenn man das natürlich regelmäßig genommen hat in der Schwangerschaft, Paracetamol, oder aber auch das, so Entwicklungsstörungen damit zusammenhängen können. Da hat es dann auf der anderen Seite wieder Kritik gegeben an der Durchführung der Studie. Also wo da die Wahrheit liegt, weiß natürlich keiner genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Pharmazeutin, diese Mittel, jedes Medikament hat neben der Wirkung auch Nebenwirkungen. Und bei Paracetamol sehe ich die ganz große Gefahr, dadurch, dass es sehr, sehr günstig ist und sehr viel verkauft wird, kriegt das immer so einen Touch, ach, das ist alles nicht so schlimm. Ja, weil das kriegt man ja überall hinterhergeworfen für ein paar Cent. Dann kann das so gefährlich ja gar nicht sein. Und das ist so der Punkt, der mir gar nicht schmeckt. Weil es ist ein Schmerzmittel, es belastet die Niere, es belastet die Leber. Und das natürlich nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem ungeborenen Kind. Und wie gesagt, Nutzen-Risiko-Abwägung. Wenn es überhaupt gar nicht anders geht, klar, ist sich damit irgendwie zu helfen, ohne dass es zu schlimmeren Schäden kommen kann. Aber wenn ich es vermeiden kann, ist es auch gut. Ich glaube, so kann man es ganz gut auf den Punkt bringen. Beim Ibuprofen ist es so, du solltest es bitte nicht nach der 28. Schwangerschaftswoche nehmen, weil sich das auf die negative Auswirkung auf die Niere deines ungeborenen Babys haben kann und auch auf den Kreislauf. Und was man natürlich auch sagen muss, durch Ibuprofen wird die Blutungsneigung erhöht. Also so kurz vor der Geburt ist das natürlich auch naturgemäß nicht so ganz optimal, wenn du deine Blutungsneigung natürlich erhöhst. Ja, generell ist es bei diesen Mitteln halt so, wenn du bei Embryotox guckst, werden sie quasi mit grünem Licht durchgewunken. Aber ich sehe das halt auch so, auch meine Kinder, als die geboren waren. Da habe ich auch versucht, solange es irgend geht, auf Arzneimittel zu verzichten. Ja, also gerade, sag ich mal, Paracetamol, fiebersenkend. Ja, kriegen die kleinen Mäuse auch mal Fieber. Aber auch da, finde ich, kann man erstmal versuchen, es anders zu lösen. Wenn es dann gar nicht geht und das Fieber eine kritische Marke überschreitet und das Kind apathisch wird und das Kind nicht mehr, sag ich mal, ansprechbar ist oder eben vorher man merkt schon, ach, das Kind ist aber nicht mehr so, wie es sonst war, dann muss natürlich gehandelt werden. Da gibt es auch gar keine Diskussion, da muss man natürlich was tun. Mein Appell ist nur immer, vorher schon mal versuchen, mit Hausmitteln, mit homöopathischen Mitteln, mit pflanzlichen Mitteln, einfach zu versuchen, das Ganze schon in den Griff zu bekommen. Und manchmal ist ja dann so eine Gabe von einem Arzneimittel wirklich unnötig. Aber wie gesagt, das muss man genau beobachten und da muss man auch im Falle der Fälle wirklich dann reagieren. Aber ich habe damit Wadenwickeln gute Erfahrungen gemacht und so und habe es wirklich hingekriegt, dass nur in Ausnahmefällen die Kinder wirklich mal ja ein Fiebermittel oder je nachdem, was eben dran war, das auch bekommen mussten. Ja, und da tut ihr den Kindern, egal ob sie noch im Bauch sind oder ob sie auf der Welt sind, wirklich was Gutes. Ja, ich bin soweit dann mit meinen Empfehlungen rund um Kopfschmerzen und Migräne durch. Ja, ich hoffe wie immer, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war, den du gut für dich nutzen kannst. Wichtig ist mir wirklich auch nochmal in dem Zusammenhang, jedes Symptom, was du hast,
sei es in der Schwangerschaft oder sei es außerhalb der Schwangerschaft, will dir auch etwas sagen. Und so Kopfschmerz und Migräne möchte dir auch was sagen. Und das kann in dem einen oder anderen Fall auch mal bedeuten, mach mal halblang, fahr mal runter. Gerade Migräne ist so ein schöner, ja, oder eher gesagt unschöne Symptom, was gerne dir mal zeigen möchte, hey, du hast es übertrieben, du machst hier zu viel und jetzt bremse ich dich aus. Also ich kenne auch Migränepatienten, die wirklich immer da sind, immer viel arbeiten, immer vorne mit dabei. Und sobald die mal frei haben oder sobald die mal irgendwie einen Tag nicht zur Arbeit müssen, kriegen die Migräne. Weil der Körper einfach sagt so, und jetzt machst du gar nichts. Du erholst dich hier nur. Und deswegen meine Idee auch für euch, mein Impuls, guckt mal, was das Ganze euch vielleicht auch sagen will und macht einfach dann auch mal halblang. Nehmt euch die Zeit für euch. Ja, und dann werdet ihr sehen, das wird euch dann auch einfach gut tun. Je mehr man dagegen angeht, desto schlimmer wird es häufig. Und gerade beim Symptom Kopfschmerzen, Migräne. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen ersten Advent weiterhin. Genießt ihn, erholt euch, genießt eure Schwangerschaft. Und ja, was mir auch am Herzen liegt, bleibt einfach gesund. Bis morgen, herzlichst, eure Ann-Kathrin.